Ja, einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, hier die Community Stage eröffnen zu dürfen beim University Future Festival. Und unser Beitrag hat das Thema, wie eben schon angekündigt, wie kommt KI in die Hochschullehre, AkteurInnen und Strategien. Man mag sich jetzt zunächst mal die Frage stellen, wie, warum machen wir denn jetzt 2024 eine Frage, wie KI in die Hochschullehre kommt? Die ist doch schon lange da. Tatsächlich irgendwie schon. Die Frage, wie man es aber strukturell einbettet, wie wir tatsächlich eine Organisationsstrategie entwickeln können, dass KI nicht ein bisschen zufällig mal hier, mal da und dann kommen Wünsche und Bedenken ein bisschen reindröppelt, sondern tatsächlich die Organisation als Ganzes sie annimmt. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten und der wollen wir uns heute widmen. Am Fallbeispiel der Humboldt-Universität, die, wir sehen das hier, eine der größeren Universitäten hier in Berlin ist mit ca. 36.000 Studierenden, 170 Studiengängen, 500 Professuren, also wenn man so möchte, ein Tanker mit einer riesengroßen Tradition, bei dem man es nicht immer ganz einfach hat, besonders schnell und agil zu sein. Aber, wie wir alle wissen, die Entwicklung von KI ist genau das. Die ist relativ schnell, die erfordert Handeln eigentlich eher im Wochentakt als im Jahrestakt, wie wir oft mit unseren Gremien sozusagen zu tun haben. Und um es noch ein bisschen komplexer zu machen, ist die HU nicht nur eine der großen Volluniversitäten hier im Zentrum von Berlin, sondern sie ist auch noch sehr stark vernetzt. Wir können eigentlich keine sinnvolle KI-Strategie in einer Universität entwickeln, ohne unsere Partnerinstitutionen mitzubedenken. Im Wesentlichen sind das zentral gesehen die Berlin University Alliance, wo wir gemeinsam mit der Charité, der FU und der TU an Themen arbeiten, die auch mit KI zu tun haben, aktuell bereits und im Werden noch viel mehr. Und wir sind in einem europäischen Universitätsnetzwerk, CircleU, verbunden mit anderen Universitäten auf diesem Kontinent. Und auch dort ist künstliche Intelligenz eines der sogenannten Knowledge Hubs, eines der wesentlichen Themen, mit denen wir uns im Studium und in Lehre gemeinsam beschäftigen möchten. Das heißt, eine isolierte Strategie dieser schon recht großen Universität macht relativ wenig Sinn. Wir müssen sie einbetten in entsprechende Kontexte. Wie tun wir das? Exemplarisch hier drei der aktuell zentral laufenden Projekte an der Humboldt-Universität. Im AI-Skills-Projekt beschäftigen wir uns damit, wie tatsächlich KI-Kompetenzen, KI-Didaktik, aber auch eine KI-Infrastruktur aufgebaut werden kann und über Community-Prozesse in die Hochschule transferiert werden kann. Im Projekt Impact, ebenfalls vom BMBF gefördert, widmen wir uns der Frage, wie eine spezielle Form von KI, nämlich Learning Analytics und da genauer Trusted Learning Analytics in der Organisation etabliert werden kann. Und schließlich im KI Campus 2.0, wie eben schon angedeutet, sind wir eine der drei Partneruniversitäten und widmen uns intensiv der Frage, wie KI-OERs in die Hochschullehre integriert werden können. Das heißt, die Frage, wie kommt KI in die Hochschullehre, die am Anfang vielleicht ganz einfach klingen mag, ist vielschichtig. Sie betrifft gerade einer großen Organisation sehr, sehr viele Stakeholder. Wir haben einige Projekte und haben uns die Frage gestellt, naja, wie ist eigentlich jetzt insgesamt der Status quo aktuell als Studieninhalt? Welche Strategien für eine Diffusion in einer solch komplexen Organisationsstruktur sind vielversprechend? Und wer sind denn die relevanten AkteurInnen, die bei einem doch bei einer größeren Universität gar nicht so ohne weiteres direkt top-down zu identifizieren sind. Und ja, um diese Fragen zu beantworten, würde ich jetzt an Luise Schoberts übergeben, die die Antworten zeigen wird. Vielen Dank. Genau, um diese Fragen zu beantworten, haben wir zweierlei unternommen. Wir haben zum einen alle Studiendekanate der unterschiedlichen Fakultäten der Humboldt-Universität interviewt zum Thema KI, KI als Studieninhalt. Die Studiendekanate natürlich auch in ihrer Funktion als Multiplikatorin in die Fakultäten im Bereich Studium und Lehre. Genau, das wäre quasi die Fakultätsperspektive auf das Thema. Und zum anderen, um auch die Perspektive der Lehrenden der HU zu erfassen, läuft gerade noch eine HU-weite Lehrendenbefragung zum Thema KI in der Hochschullehre. Dazu gleich als Spoiler vorweg, die Befragung ist jetzt seit gut zwei Wochen im Feld. Das heißt, alle Erkenntnisse, die ich gleich präsentieren werde, beruhen auf einem vorläufigen Datensatz und sind dementsprechend auch als vorläufig zu betrachten. Genau, und dann springen wir einfach gleich mal rein und fangen an mit dem Status quo. Wie schaut es eigentlich gerade aus an der Humboldt-Universität? Und das Erste, was wir uns gefragt haben, ist, wie relevant ist das Thema eigentlich gerade für die Fakultätsverantwortlichen, aber auch für die Lehrenden? Und dann habe ich hier ein Zitat mitgebracht aus den Interviews
wo jemand sagt, wir brauchen neben dem KI-Campus eigentlich auch noch einen Öko-Campus. Vielleicht brauchen wir auch bald einen Demokratie-Campus. Es gibt viele Themen, die gerade sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, das macht es eigentlich schon sehr deutlich, KI ist wichtig, aber es ist eben eines von vielen Themen, die dringend sind und konkurriert dementsprechend auch um Aufmerksamkeit, um Ressourcen etc. Wir haben das Ganze dann in ein bisschen abgewandelter Form auch nochmal die Lehrenden gefragt und die Lehrenden gebeten, unterschiedliche Querschnittsthemen der Relevanz nach anzuordnen. Also das ist dann nicht nur KI dabei und Nachhaltigkeit, sondern zum Beispiel auch Sachen wie Inklusion, Migration etc. Und um das jetzt mal aufzulösen, ich hoffe, es ist auch für alle gut sichtbar, auch weiter hinten, auf jeden Fall ist KI an zweiter Stelle gelandet in diesem Ranking. Das heißt, für die Lehrenden der HU, zumindest die, die teilgenommen haben bislang, ist es schon ein sehr relevantes Thema. Dazu passt dann auch ganz gut, dass über 80% denken, dass KI auch auf lange Sicht die Hochschulbildung sehr stark beeinflussen wird. Und was ich auch ganz interessant finde, gut 3/4 finden, dass auch die Studierenden, und zwar unabhängig von den Fächern, die sie studieren, grundlegende KI-Kompetenzen erwerben sollten im Rahmen ihres Studiums. Was auch noch interessant ist, finde ich, ist, dass für die Lehrenden die kritische Reflexion und Auseinandersetzung mit dem Thema wichtiger ist als der Erwerb von technischen Kompetenzen. Und zwar sowohl in der Auseinandersetzung allgemein, als auch wenn es darum geht, was die Studierenden lernen sollten im Rahmen ihres Studiums. Genau. Als nächstes haben wir uns dann gefragt, inwieweit ist KI denn überhaupt schon Bestandteil von Forschung und Lehre an der HU? Und jetzt nicht erschrecken, kommt die erste von mehreren komplexen Grafiken. Wir haben die Lehrenden gebeten zu sagen, in meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Entwicklung und Verbesserung von KI, was ja vielleicht prototypisch in Richtung Informatik gehen würde. Als zweites wende ich KI-Verfahren an, beziehungsweise nutze KI-basierte Anwendungen. Und dann als drittes, quasi die softeste Variante in Anführungszeichen ist, beschäftige ich mich mit Bezügen zu KI, beziehungsweise der Reflexion von, also KI als Betrachtungsgegenstand. Und dann in Grautönen keine Zustimmung, in Blautönen Zustimmung. Und hier sehen wir, dass also viele Lehrende sich noch nicht damit auseinandersetzen in ihrer Forschung. Ist natürlich aber auch nicht das Ziel, dass jetzt alle auf einmal anfangen, irgendwie KI zu programmieren. Aber immerhin, es sind so zwischen 18 und 35%, die sich bereits in ihrer Forschung damit auseinandersetzen. Wir haben das Gleiche gefragt für die Lehre und hier vielleicht wenig überraschend, das ist quasi ein Abbild davon, was ja vielleicht eben auch Sinn macht, wenn man an die Einheit von Forschung und Lehre denkt. Es heißt aber natürlich auch, wenn man mehr KI in der Lehre möchte, muss man entweder dafür sorgen, dass die Lehrenden sich in ihrer Forschung mehr damit auseinandersetzen oder eben andere Strategien finden. Genau. Und als letztes haben wir auch noch geschaut, wie ist eigentlich momentan der Stand, was die KI-bezogenen Kompetenzen betrifft, weil das ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzen kann, sinnvoll. Und haben die Lehrenden einfach mal gebeten, sich eine Note zu geben, eine Schulnote von 1 bis 6. Und hier recht optimistisch, die meisten Lehrenden geben sich eine 2. Im Durchschnitt sieht es dann doch wieder etwas nüchterner aus mit einer 3,3, also hier ist noch Luft nach oben. Wir haben das Ganze auch noch etwas differenzierter abgefragt, verschiedene Kompetenzbereiche. Und hier sehen wir, dass die Lehrenden sich am besten einschätzen im Bereich der kritischen Reflexion. Danach kommt dann die praktische Anwendung von KI-Anwendungen. Und am niedrigsten schätzen sie ihre eigenen Kompetenzen im Bereich der technischen Grundlagen ein, was ja auch dazu passt, wie sie selber den Schwerpunkt bei dem Thema KI setzen. Genau, das so viel quasi zum Ist-Zustand. Jetzt, was können wir machen? Wie können wir es angehen, damit das Thema in die Lehre kommt? Fangen wir an mit der Frage, wie kriegen wir KI in die Studiengänge? Und hier habe ich nochmal 2 Zitate mitgebracht aus den Interviews. Ich werde das kurz zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite eine Person, die sagt, ich möchte gern ein Pflichtmodul für alle Studierenden, die sollen lernen, was ist KI, was ist wichtig für mich und mein Studium. Das wäre quasi die eine Extremsicht. Demgegenüber ist dann das andere Zitat, eine Person, die sagt, nee, das soll jedem selber überlassen sein, den Studiengängen, den Instituten, der einzelnen Lehrpersonen. Wie relevant ist das Thema? Brauchen wir ein Modul? Können wir das auch sogar vielleicht einfach mal in einer Sitzung abhandeln? Also das heißt, unterschiedliche Ansichten, sage ich mal, aus den Fakultäten, wie das Thema in die Lehre kommen soll.
Wir haben auch die Lehrenden gefragt, welche Art der Integration von KI sie für sinnvoll erachten. Und da ich jetzt nicht weiß, wie gut das lesbar ist, sage ich einfach mal, wir haben verschiedene Optionen gegeben. Also fängt an mit der Integration in die Lehrinhalte bestehende Angebote, über spezielle Lehrangebote mit und ohne ECTS, KI-Schwerpunkt, eigener KI-Studiengang und quasi die unterste Option wäre dann überfachliche Angebote an zentralen Einrichtungen der Universität. Und die höchste Zustimmung haben tatsächlich die beiden quasi Extreme erhalten. Also zum einen wirklich die Integration in die Fachlehre. Das ist ja wiederum was, was jede Lehrperson auch selber machen müsste. Das andere sind eben Angebote offen für alle Studierenden an zentralen Einrichtungen. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir jetzt innerhalb des Projekts KI Campus schon umsetzen, mit einer Auswahl an Kursen am Career Center der HU. Was interessant ist an diesen Kursen am Career Center ist, dass sie größtenteils auch basieren auf offenen Lernangeboten der Plattform KI Campus. Und das bringt mich jetzt zur nächsten potenziellen Strategie, nämlich der Nutzung von offenen Lernangeboten oder OER in der Lehre. Und hier haben wir die Lehrenden gefragt, angenommen, rein hypothetisch, es gäbe qualitativ hochwertige OER zu KI, welche Art der Nutzung halten Sie für sinnvoll? Und auch hier wieder drei Optionen, einmal integriert in Lehrveranstaltungen als freiwillige Zusatzangebote und dann als letztes quasi die Maximalversion, Selbstlernangebot, nur begleitet durch Präsenzveranstaltungen, quasi in einem Flipped Classroom-Ansatz. Und was für uns überraschend war, ist, dass die Lehrenden das anscheinend gut finden. Die Zustimmung ist sehr hoch, jeweils über die Hälfte, gut über 60% teilweise. Die sagen, ja, das halte ich für sinnvoll. Und was auch interessant ist, davon wiederum mehr als die Hälfte sagen, sie würden OER auch selber in dieser Form nutzen wollen. Also das heißt, der Einsatz von OER könnte tatsächlich auch eine Strategie sein, wie man KI in die Lehre bringen kann. Genau, dann vielleicht der Klassiker, Weiterbildung Lehrende. Hier nochmal ein Zitat, wo jemand sagt, ich fühle mich nicht wohl, wenn die Studierenden besser sind als ich. Ich muss das auch verstehen. Also aus den Fakultäten ganz klar der Konsens, die Weiterbildung der Lehrenden steht an erster Stelle. Dementsprechend wünschen sich auch über 80% der befragten Lehrenden Weiterbildungsangebote. Primär zu den Themen KI-basierte Anwendungsszenarien und KI und Didaktik. Genau, und was für uns dann auch noch interessant ist, ist, dass knapp ein Drittel tatsächlich auch offen ist für digitale Selbstlernangebote. Das wiederum passt ganz gut zu einem KI-Lehrzertifikat, was gerade entwickelt wird von den Projekten KI Campus und AI Skills und das wiederum auch auf Angeboten der Plattform KI Campus basiert. Genau, dann zum noch nicht ganz zum Abschluss, aber um euch nochmal totzuschlagen mit einer Folie. Ich fasse es kurz einfach verbal zusammen. Wir haben die Lehrenden gefragt, insgesamt welche Maßnahmen sie für sinnvoll halten, um das Thema voranzutreiben an der Universität. Dann haben wir quasi auf den ersten Plätzen Weiterbildung, wenig überraschend. Gleich danach kommen aber die Bereitstellung der relevanten technischen Infrastruktur sowie die Förderung von fachbezogenen Diskursen. Also das quasi auch als sinnvolle Maßnahmen. Und das ist wiederum was, was auch im Projekt AI Skills bereits passiert mit dem Aufbauen von einem Jupyter Hub an der HU und auch der Community-Arbeit. Genau, ich glaube, den Teil überspringe ich jetzt einfach in Anbetracht der Zeit und gehe gleich weiter zu den relevanten AkteurInnen. Und hier haben wir einmal die Perspektive aus den Interviews von den Studiendekanaten, wo eigentlich so viel Diversität es da auch gibt. Hier also eindeutiger Konsens war, von der Leitung gerne Angebote, aber keine Vorgaben. In ihrer eigenen Rolle haben sie sich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Manche waren sehr aktiv mit dem Thema unterwegs, andere eher zurückhaltend. Aber genereller Konsens war, die Lehre bleibt Sache der Institute. Wir mischen uns da nicht ein. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass die Studierenden hier nicht als Innovationstreibende wahrgenommen werden, anders als zum Beispiel beim Thema Gender und Diversity. Dann noch zum Abschluss die Perspektive der Lehrenden. Hier haben wir gefragt, woher sie Impulse für die Integration von KI als Studieninhalt erwarten. Und dann quasi diesmal in umgekehrter Reihenfolge, angefangen bei den Studierenden, über die Lehrenden, Studiengangsleitung, Instituts- bzw. Fakultätsleitung, dann extern Fachgesellschaften bzw. Fakultätentag und zum Schluss die Universitätsleitung. Und da sehen wir, dass die Lehrenden eigentlich in erster Linie von sich selber bzw. von ihren KollegInnen Impulse erwarten.
und dann gefolgt von den anderen Instanzen. Und dann werden wir schauen, woher die Impulse aktuell kommen. Das sieht dann etwas anders aus, beziehungsweise wiederum die stärksten Impulse von den Lehrpersonen selber, dann aber gefolgt tatsächlich von der Universitätsleitung, was sicher auch mit den großen KI-Projekten zu tun hat, und als nächstes dann schon von den Studierenden. Das heißt, für die anderen Ebenen gibt es durchaus noch Luft nach oben, um sich da in dem Bereich auch vielleicht ein bisschen zu engagieren oder hervorzutun. Genau, dann zum Abschluss. Wir haben gesehen, das Thema KI ist sehr relevant für die Lehrenden der HU. Es ist momentan noch nicht in der Breite an der Universität angekommen. Wenn man jetzt was unternehmen möchte, um das voranzutreiben, dann haben wir gesehen, die inhaltliche und didaktische Weiterbildung der Lehrenden ist eine Strategie, kann gerne auch digital stattfinden. Das wird bereits im KI-Lehrzertifikat angegangen, aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere oder darüber hinaus Möglichkeiten, Angebote zu schaffen. Dann die Bereitstellung der technischen Infrastruktur ist wichtig. Die Förderung von fachinternen Diskursen muss vorangetrieben werden. Und dann haben wir gesehen, qua curriculare Verankerung ist zum einen die Integration des Themas in die Fachlehre wichtig, das liegt bei den einzelnen Lehrenden, aber eben auch übergreifende Angebote an zentralen Einrichtungen. Und auch hier ist das Projekt KI Campus ja schon mit beschäftigt. Das heißt, an sich sind wir schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Generell, was wir auch gesehen haben, es gibt eine große Offenheit für Open Educational Resources. Und hier wäre es uns wichtig, das noch weiter zu untersuchen, welche Anforderungen die Lehrenden haben, welche Bedingungen es gibt. Das planen wir dann für diesen Sommer. Und genau, abschließend jetzt zu den Akteurinnen haben wir gesehen, die wichtigsten Figuren sind eigentlich die Lehrenden, bleiben die Lehrenden. Aber wir haben auch gesehen, dass unterschiedliche Ebenen durchaus Impulse geben können und diese Impulse sind auch erwünscht. Und wer sich jetzt gefragt hat, wo ist eigentlich die Perspektive der Studierenden bei der ganzen Präsentation, was halten die von KI und KI als Studieninhalt, auch da muss ich euch leider vertrösten auf eine Befragung, die wir auch für diesen Sommer jetzt geplant haben. Und anschließend können wir dazu dann auch mehr sagen. Genau, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen.